So, da sind wir auch schon wieder, die dritte Folge, die ich in Folge aufnehme. Und wir betreten jetzt mal das Haus von Dr. Earnhardt. Und schauen uns mal um. Wo ist Daisy denn? Oder Daisy? Schauen wir mal überall vorbei. Sie verbrennt ja. Ja, natürlich. Als ich sie fand, war sie am Arm verletzt, was an sich noch kein Grund zur Sorge gewesen wäre. Allerdings lief sie durch ein Feld mit Antiaris toxicaria. Upasbäume. Hochgiftiges Latex. Ich habe ihr ein Gegengift verabreicht. Jede Stunde. Ich fürchte, dass sie noch eine weitere Dosis benötigt. Ich habe sie doch gerade untersucht. Sie ist leer. Wo kann ich Nachschub besorgen? Besorgen Sie uns ein paar Höhlenpilze und alles wird wieder in Ordnung kommen. Suchen Sie an den Klippen im Westen. Vielen Dank, Doktor. Entschuldigen Sie die Hektik. Das ist doch nichts. Das Mädchen muss leben. Für Sie und für mich. Ja, aber natürlich muss es das. Natürlich. Und es sieht so aus, als hat dieser Dr. Earnhardt mal eine Tochter oder sowas gehabt. Denn dieses Zimmer wird ja wohl kaum, also wo wir Daisy gerade gefunden haben, wird ja wohl kaum frisch gemacht sein. Und von ihm wahrscheinlich auch nicht. So, normalerweise müsste man jetzt hier ein bisschen rumsuchen, um diese Höhle zu finden. Habe ich auch in meinem ersten Spielstand, allerdings wäre das jetzt ziemlicher Schwachsinn, wenn ich das jetzt nochmal machen würde. Und warum können wir hier nicht rein? Was muss ich machen, um hier rein zu können? Wie komme ich hier rein? Denn ich weiß, dass das hier diese Höhle sein müsste. Bin ich zumindest der Meinung. Vielleicht muss ich irgendwas aus dem Haus holen. Also hier habe ich jetzt wirklich keinen Plan. Wir haben mal ein bisschen blöd getan in den ersten beiden Folgen. Damit das jetzt nicht zu so, ja, ich bin Tobi, ich weiß alles, überkommt. So, was haben wir hier? Nichts. Außer ein paar Zigaretten. Aber wirklich ein schönes Haus. Wäre es dann aufgeräumt. Hier vielleicht ein bisschen messihaft. Nee, nicht wirklich. So, gibt es denn hier noch irgendwas Interessantes, was wir gebrauchen könnten? Vielleicht hier oben. Nee, da dürfen wir gar nicht rein. Eieiei. Hier vielleicht? Interagieren? Hä? Ach, ich habe jetzt hier mit diesem Schrank interagiert. So ist das also. Ja gut, kaufen wir uns noch ein bisschen Munition für 20 Dollar. So. Hier schauen wir mal hier vorbei. Hier gibt es gerade auch nichts, was uns helfen könnte. Vielleicht hier draußen. Schauen wir mal vorbei. Aber das ist jetzt echt verwunderlich. Verwundert mich wirklich. Denn normalerweise bin ich da einfach reingekommen. Aber ich weiß auch, dass in dem Haus ein paar Sachen waren. So, die Brieftasche ist voll. Das ist natürlich ein bisschen blöd. So. Schauen wir hier nochmal vorbei, was hier so drin ist. Mensch, ich nehme dem einfach alles weg. Was soll denn das? So, hier müsste ich doch irgendwie reinkommen. Da dran kommen. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Wahrscheinlich eher, hoppla. Wahrscheinlich eher nicht. Bin ich gerade mit dem PC-Stuhl dran gekommen. Also mit dieser Lehne an meinen Arm, der dann den Cursor via Maus bewegt hat. Was für eine unglaublich dämliche Umschreibung. Und warum ich diese Umschreibung wählen musste, weiß ich selber gerade auch nicht. Bin ich mir denn wirklich sicher, dass es diese Höhle war? Eigentlich schon. Und wenn man da reinschaut, sieht man ja auch, dass es dort weitergeht. Allerdings, vielleicht muss ich auch noch weiter. Denn da unten, ja stimmt, da unten wird es auch angezeigt. Ach, dann habe ich mich wahrscheinlich doch vertan. Ob ihr es glaubt oder nicht. Oh mein Gott. Ach, komm, jetzt übertreiben wir mal nicht. Ich meine, ich bin ja auch 10-mal gestorben. Bis jetzt schon. So, dann gehen wir mal in diese Richtung. Also ich sollte mich wirklich nicht loben. Ich sollte mich schämen.
Ich sollte alles neu aufnehmen, aber nein. Nein, Quatsch. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Finde einen Weg zur Höhle. Das habe ich vor. Oink, oink. Die sind doch nicht im Westen. Ja, der hat ja auch keinen Plan, der alte Junkie. Er erwähnt, dass die Höhle unter Wasser liegt. Ja, toll. Jetzt muss ich mich auch noch nass machen. Ich bin Gamer, ich bitte euch. Och nein, jetzt sind meine ganzen Gamer-Erinnerungen futsch. Das ist aber schade. So. Okay, hier sollten wir mit links Schiff durchschwimmen, sonst schaffen wir das nicht, sonst kriegen wir Atemprobleme. Und das wäre nun wirklich nicht schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, knappe Sache. Knappe Sache. Erforsche die Höhle und finde die Pilze. Ja, hoffen wir es auch. Für den Doktor und für Daisy. Ach du Scheiße. Rumkreischen wie ein kleines Mädchen. Natürlich. Ihr dachtet, ich wäre cool. Habt ihr doch nicht wirklich geglaubt, oder? Ich bin ein kleines Mädchen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht doch. Wer weiß. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich eine neue Fähigkeit wählen kann. Will. So, und zwar wähle ich hier diesen... okay, das wähle ich. Das ist so ziemlich das Beste, was ich mir gerade selbst antun kann. Und zwar dieses dritte Gesundheitsfeld. Und das neue Tattoo, natürlich, zählt das dazu. Boah, das hat sich gereimt! Oh mein Gott. Ist das nicht unglaublich? Wirklich extrem genial. Naja, es hält sich in Grenzen. Um es mal freundlich auszudrücken. Okay, hier können wir auch noch hochklettern. Kletter, kletter, kletter. Wofür sind wir dann eben runtergesprungen, wenn ich fragen darf? Hm? Oh Gott. Pilze. Vielleicht sollten wir nicht unbedingt da reintreten. Ach du Scheiße. Jetzt weiß ich, warum dieser Dr. Earnhardt so abgeht. Eieiei. Was ist das denn? Das ist mal neu. Hä? Okay. Wir können vielleicht doch durch diese Pilze treten. Wer weiß. Ich persönlich mag ja die roten. Ja. Soll ich dir welche mitbringen? Nee, lassen wir, glaube ich, mal lieber. Vielleicht solltest du das auch unterlassen mit deinen Pilzen. Vielleicht. Nicht ganz. Hallo? Was zur Hölle? Was passiert hier gerade? Ich schwebe? Ich backjuse? Hä? Der Dschungel spricht nur durch den Krieger. Okay. Der Tat führt ins Herz des Dschungels. Alles klar. Der Studio hat angerufen, ich hab die Rolle. Yay. Okay. Yay. Mit dem Rest von unserem Urlaub. Ist das eine Fata Morgana? Nein, wir sind doch nicht in der Wüste. Tja. Denkst du doch wohl nicht. Ja, wir sind in Bangkok zusammen und ich kann nicht fassen, wie schön du bist. Mhm. Muss ich euch Scheißer trennen, so wie eure Freunde? Nein, Quatsch. Oh, diese Halluzinationen. Diese akustischen Halluzinationen. Was ist das? Ein Haus. Haus. Muss zu dem Haus. Haus. Na klar, ich bin unterwegs. Haus. Muss in das Haus. Ah. Alter. Hast du mich aber veräppelt. Wisst ihr, was gerade komisch ist? Ich habe mich selbst veräppelt und habe mich dann erschrocken. Earnhardt. Alter. Wofür hast du denn die Pilze sehen aus wie Kekse. Du bist ein echtes Naturtalent. Wie diese American Cookies. Boah, jetzt habe ich Hunger. Verdammt. Okay. Okay. Aha, wir haben also... Oh Gott. Ich krieg gerade ein bisschen Panik. Nee, Quatsch. Ich doch nicht. Ich bin doch der coolste MC im Ghetto. Weil ich auch im Ghetto lebe. So. Einen verdammten Pilz haben wir.
Okay, finde die Pilze. Ja, die habe ich zwar gefunden, die Pilze, aber nur einen mitgenommen. Okay, und nehmen wir noch ein paar Gegenstände mit. Das lässt sich doch einrichten. Wie lange war ich da unten? Ernsthaft, es ist schon wieder hell. Alter. Na gut. Dann habe ich mich doch eben tatsächlich getäuscht. Aber ich war mir echt extrem sicher. Ich dachte, ich muss da noch irgendwas finden, dass ich da irgendwie rein kann oder so, in diese Höhle direkt unter dem Haus. Aber naja. Gut, so Sachen passieren nun mal. Ne? Das ist ganz alltäglich. Also ist jetzt auch nicht schlimm, ne? Da schiebe ich jetzt selber die Schuld von mir ab. Das ist natürlich auch was, was nicht jeder kann. Das ist aber auch ziemlich, ziemlich erbärmlich. Gut, machen wir uns auf den Rückweg zu Dr. Earnhardt. Earnhardt! Earnhardt! Ja, komm. Kletter doch da hoch. Okay, wir können wahrscheinlich nur an dieser ziemlich geraden Liane hochklettern. Okay. Bin ich aber froh, dass mir das Wort noch eingefallen ist. So was muss man halt wissen, ne? Wisst ihr ja selber. Oder? Wusstet ihr das? Hättet ihr es gewusst? Ja, ich hoffe doch, klar. Ach, ich kann ja diesen C-Schleifertritt gar nicht. Müssen wir jetzt nicht da rein? Doch, oder? Aber wie? Die Türen sind verschlossen. Was nun? Doktor? Doktor? Ach, hier ist hier hinten ist die Tür offen. Da ist er ja drin. Oh, Jason, was für eine Überraschung. Ich habe was Feines für uns gebraut, während sie weg waren. Oh ja, und das Mädchen ist jetzt... Sie ist jetzt wach. Sie hat aber starkes Fieber. Wo sind denn meine kleinen Freunde? Oh ja. Die habe ich schon genommen. Ja. Ich habe die Pilze. Wunderbar. Geben Sie her. Ich brauche bloß noch ein paar Minuten, um die Medizin zuzubereiten. Los, sehen Sie nach ihr. Ziemlich, ziemlich, ziemlich unheimlicher Kerl. Hoppla, da habe ich gerade mein Mic runtergerissen. So, interagieren wir mit dieser Türe. Warum auch nicht? So, dann schauen wir mal, wie es Lisa geht. Das Fliehen, das macht mich glücklich. Der Doktor ist echt ein Freak. Ach, der ist harmlos. Sogar echt nett eigentlich. Er hat mich hergetragen. Ich bin aus dem Konvoi geflohen. Dann wurde ich ohnmächtig. Der Doktor hat mich gerettet. Schön, dass du es geschafft hast. Ja. Das war echt hart hier. Jason, was ist? Grant, er... Hör auf! Daisy. Nein! Es tut mir so leid. Also, das war's dann? Ich... Was ist das? Kommst du hier klar? Ich muss mit dem Doktor über die anderen reden. Ja. Ganz sicher? Geh. Jason? Wer immer es war, der Grant getötet hat, er verdient den Tod. Können wir reden? Aber natürlich. Vielen Dank für Ihre Rettung. Ach, gern geschehen. Aber vier meiner Freunde und mein kleiner Bruder fehlen noch. Wenn ich sie finde, kann ich sie herbringen? Auf keinen Fall. Ich kann mir nicht erlauben, Vars Gefangene aufzunehmen. Seine Männer kaufen schließlich immer bei mir ein. Dann ist es der sicherste Ort. Hier würde er bestimmt nicht suchen. Bitte, Doktor. Er muss die anderen herbringen. Sonst werden sie sterben. Agnes.
Dir kann ich nichts abschlagen. Natürlich können sie bleiben. Oh, ich werde eine doppelte Dosis brauchen, um mich zu beruhigen. Ich komme klar. Warte hier, okay? Ich werde die anderen finden. Christian, wie geht's deinem Freund? Meiner Freundin, ja, ihr geht's gut. Dank dir, Dennis. Du hast das gemacht. Nicht ich. Es ist dein Sieg. Wo sind die anderen? Kann ich irgendwie nach ihnen suchen? Gibt es irgendwas, das mir weiterhilft? Naja, Jason, die Piraten haben eine Satellitenschüssel für ihre Kommunikation auf der Medusa. Du könntest in den Funkraum gehen und sie belauschen. Was ist die Medusa? Ein Schiff, das in der Nähe gestrandet ist. Und Piraten bewachen es. Der Pfad des Kriegers, Jason. Trainiere deinen Körper und dein Geist wird folgen. Das Tatau wird dich weiterbringen. Alles klar. Ja, ziemlich emotionsvolle Sequenz eben. Und ziemlich erbärmlich, dass der gute Dr. Earnhardt schon eine doppelte Dosis braucht, um sich zu beruhigen. Das sollte man doch eigentlich ohne Dosen schaffen. Ohne Dosen. Mein Gott. Sind wir hier bei Coca-Cola oder was? Naja gut, wir kümmern uns dann um die Medusa und das Funkgerät in der nächsten Folge, in der ihr hoffentlich wieder mein Gespiele seht. Ansonsten, ja, schaut auf dem Kanal vorbei oder so. Ist mir eigentlich, naja, nicht egal, aber ich will jetzt hier nicht so übertreiben mit Werbung. Ich hoffe nur, dass ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid, in der wir uns dann hoffentlich wieder sehen. Bis zum nächsten Mal.